Achter Vermögenstag der V-Bank. Wir sind beim Interview-Marathon jetzt mit Uwe Zimmer, CEO bei Fundamental Capital. Wir kennen Sie schon seit vielen, vielen Jahren, Herr Zimmer, aber nicht nur optisch haben Sie eine Wandlung vollzogen in den vergangenen Jahren. Worin unterscheiden Sie sich von anderen Teilnehmern im Markt? Was macht Sie so besonders? Nun, also wenn wir den Markt der Robo-Advisor oder digitalen Vermögensverwalter uns anschauen, wo ich ja jetzt bin und seit anderthalb Jahren jetzt ein neues Unternehmen aufbaue, unterscheiden wir uns ganz elementar darin, dass wir wahrscheinlich als einziger ein reines Aktienportfolio anbieten und eben nicht mit ETFs oder Fonds arbeiten, sondern mit einer aktiven Strategie und eben nicht mit passiven Instrumenten arbeiten. Wir wollen den Anlegern die Aktie, das unternehmerische Investment in eine Aktiengesellschaft einfach wieder näher bringen und das eben über eine digitale Plattform und als digitaler Vermögensverwalter. Dann haben wir das gleich am Beginn geklärt. Wichtig vielleicht auch für viele, viele Zuschauer, die Sie eben halt in der Tat über viele Jahre kennen. Wir wollen in der Tat in den kommenden Minuten über Fintechs reden, über Robo-Advice. Und auch hier auf dem Vermögenstag der V-Bank ist das natürlich ein großes Thema, das Thema digitale Vermögensverwaltung. Und durchaus mit der Frage verbunden, kann der Robot zu einem Konkurrenten des klassischen Vermögensverwalters werden? Wie sehen Sie das? Also wir müssen das, wenn wir das jetzt nur auf Deutschland runterbrechen, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren da nur eine Umverteilung sehen. Wir haben ja in den USA gesehen, dass Robos, die da rauskamen, tatsächlich ganz viel Geld akquiriert haben, auch neues Geld, also passive Menschen dazu gewinnen konnten, eben in die digitale Anlagewelt einzusteigen. Das sehe ich hier eher im Moment noch problematisch. Also ich glaube, der Kuchen wird nicht größer, sondern er wird im Moment einfach umverteilt. Also das, was Scalable gerade an einer Milliarde gewonnen hat, kommt ja zum großen Teil aus ING-DiBa-Kunden. Das sind ja keine neuen. Die gab es ja schon. Ja? Also das heißt, das ist nur eine Umverteilung. Aber wir sehen daran, der digitale Vermögensverwalter, der Robo-Advisor, hat offensichtlich eine Daseinsberechtigung und die wird in den nächsten Jahren wachsen. Ich möchte die Frage vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen anders stellen. Was kann denn ein Robo nicht, was ein Berater kann? Also wir kommen ja alle aus der alten Welt und wir wissen ja, was die klassische Vermögensverwaltung, das berühmte Wealth Management oder Private Banking eigentlich sucht. Den vermögenden Kunden, der umfangreich beraten werden kann. Und dazu gehört ja nicht einfach nur die Kapitalanlage, sondern dazu gehört ja dann das Thema Altersvorsorge, das Thema Erbschaft, das Thema Übergabe von Unternehmen an meine Nachfolgegeneration, Immobilien, Altersabsicherung in Form von Versicherungen, Kunst, Wein, alles was dazugehört, das alles kann ein Robo einfach nicht leisten. Das ist völlig unmöglich. Also der ist ja dafür ausgelegt, relativ viele Kunden mit einem standardisierten Produkt zu beraten. Kann ein Robo beispielsweise am Ende des Tages auch zeitlich unterstützen? Also sprich, kann ein Robo-Advisor durch standardisierte Abläufe dafür sorgen, dass ein Vermögensverwalter mehr Zeit für seinen Kunden hat, damit mehr Individualität bieten kann? Also Zielsetzung von Robo und digital bedeutet ja auch eigentlich keinen direkten Kundenkontakt. Jetzt geht es dann darum, was leistet der denn? Und wenn wir eben sehr stark digitalisiert sind, auch unsere internen Abläufe digital sind, heißt also, wir haben Algorithmen, die screenen große Datenbanken. Daraus kommen wiederum Anlageempfehlungen. Die kann ich in digitalisierten Prozessen, in Kundenportfolios umsetzen. Bedeutet, dass ich am Ende meinem Kunden mehr IT-Leistung liefern kann, eine bessere Transparenz, eine bessere Grafik, eine bessere Oberfläche, eine tiefere Transparenz und mehr Information, aber eben über digitale Medien. Die Zeit bekomme ich dann, weil viele andere Prozesse eben rein digital ablaufen. Wir hätten kaum gedacht vor 10, 20 oder gar 30 Jahren, was die Digitalisierung erreicht, was sie schafft, auch natürlich mit Hilfe des Internet. Und die Entwicklung hört ja nicht auf. Wir reden heute über Blockchain und ähnliche Geschichten. Wir reden über Big Data, künstliche Intelligenz, über Chatbots. All das immer wieder im Vergleich zum Thema Digitalisierung. Was macht das mit dem Thema Geldanlage vielleicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren? Werfen Sie mal einen Blick voraus. Ja, ich darf vielleicht einen kurzen Blick zurückwerfen. Ich war Ende April war ich in China und war da beim Vortrag, habe selber einen Vortrag gehalten zum Thema Digitalisierung und Fintech, Blockchain. Was bringt uns die Blockchain-Technologie? Und das, was da eben auch erzählt wird und was die Chinesen vorhaben, in diesen Markt einzudringen, ist schon enorm. Das heißt, wir sehen international ganz viel Geld in die Entwicklung dieser Technologien fließen. Am Ende, was immer auch das Ende bedeutet, also machen wir einen Blick in die nächsten 10 Jahre, glaube ich, dass jeder, der eine Kapitalanlage hat und jeder, der einen Vermögensverwalter hat und jeder, der bei einer Bank ist, auf seinem
mobilen Endgerät, was immer das ist, nehmen wir, sagen wir Smartphone, sein Konto live sehen kann. Und in diesem Konto wird eben alles angezeigt werden. Da werden dann auch zukünftig die Kryptowährungen dabei sein. Und das wird alles unter einer Oberfläche laufen. Und wir werden im Grunde genommen, tja, App on the flight haben. Das heißt, ich bin mobile only, in Anführungszeichen, und werde, egal wo ich bin, immer auf alles Zugriff haben. Und alle Prozesse, die dahinter ablaufen, und das machen wir heute schon, werden dann eben in der Blockchain gelagert, um compliance-sicher alle Daten, datenrelevant, Datensicherheit ist ja ein großes Thema, weil es wird ja wahnsinnig viel Daten dabei erzeugt. Und das, dabei ist eben die Blockchain spielt eine wichtige Rolle, dass eben die Daten sicher, revisionssicher und compliance-sicher abgelegt werden. Und das sieht jetzt nicht der Endkunde, aber das ist das, was dahinter passiert. Und es werden einfach wunderbare Endlösungen da sein, wo man auf einen Blick sein gesamtes Vermögen inklusive aller Bestände sehen kann. Dann ist meine Schlussfrage fast schon beantwortet. Denn ich wollte Sie fragen, ist Digitalisierung, sind die jungen, schnellen Fintechs nun eher Fluch oder Segen für den klassischen Vermögensverwalter? Ich höre sehr viel Positives raus bei Ihnen. Die Frage ist eigentlich nicht, sind sie für den klassischen Vermögensverwalter Fluch oder Segen, sondern sind sie für den Endkunden Fluch oder Segen? Und ich glaube, aus der Digitalisierung kommt keiner raus. Und ich glaube, es wird eher gut sein für alle. Und der klassische Vermögensverwalter von heute, der muss einfach seine Angebote digitalisieren. Und im Grunde genommen, jetzt aktuell würde ich sagen, für die nächsten 3, 4, 5 Jahre ist das Modell eigentlich das hybride Modell, was der klassische Vermögensverwalter fahren muss, aus meiner Sicht, um zu überleben. Das heißt, er muss Beratung anbieten und gleichzeitig alles das, was er tut, trotzdem in einer Online-Anwendung, also in einer App auf dem Smartphone, seinen Kunden zur Verfügung stellen. Wer das nicht macht, der wird den Zug nicht mitnehmen können. Uwe Zimmer, dann danke ich ganz herzlich für diese Eindrücke von der schönen, neuen, digitalisierten Welt. Wünsche Ihnen viel Erfolg hier noch auf dem Vermögenstag der VBank. Vielen Dank.